Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist unser Stargast Sammy mit am Start, denn wir möchten gerne mit euch zusammen den Pets Daily Adventskalender auspacken. Das ist dieses schöne Stück hier und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss euch aber vorab etwas beichten. Denn wir haben eben schon eine halbe Stunde das Unboxing angefangen zu drehen und die ersten 17 Kläppchen und Türchen aufgemacht. Das Problem ist, was dabei entstanden ist, ist, dass die Kamera auf einmal ausgegangen ist. Komm mal hier hinaus. Und leider dann die ganze Videodatei gelöscht wurde. Ich kann euch trotzdem zeigen, was dann halt da drin war. Und die letzte Weihnachtswoche packen wir dann einfach gemeinsam aus und lassen uns dann zusammen überraschen. Das ist ein bisschen schade, weil ich kann Sammy natürlich nicht alles nochmal futtern lassen oder nochmal probieren lassen, weil das wird seinen Magen nicht mitmachen. Ich werde es euch auch nicht in der richtigen Reihenfolge zeigen können, weil ich nicht mehr weiß, wie rum es drin war. Das ist ein bisschen ärgerlich. Falls ihr das doof findet, könnt ihr gerne abschalten. Falls ihr das okay findet, könnt ihr gerne weiter dranbleiben. Also 59,99 € kostet der Adventskalender und der soll Produkte im Warenwert von 90 Euro beinhalten. Pets Daily ist ein Online-Shop, wo man halt Tierfutter bekommt. Und den Pets Daily Adventskalender gibt es sowohl für Hunde als auch für Katzen. Und ich würde sagen, während ich erstmal diese Decke hier richtig mache, weil Monsieur hier alles wieder verschoben hat, so freudig unterwegs hier, werde ich ihm einfach ein bisschen was in seinen Napf machen. Er kann das naschen und ich zeige euch in der Zeit, was er dann in dem Adventskalender drin hatte. Genau, denn wir haben auch Nassfutter mit da drin und irgendwo ist der Löffel Sammy da hinten. Hol ich mal eben. Er hat auch schon ein Nassfutterpaket bekommen tatsächlich, deswegen ist dieses Ding auch da. Er bekommt jetzt Rind mit Brokkoli, Papaya, Amaranth und Basilikum. Das sind 200 Gramm und da sind auch ein paar von diesen kleinen Pöttchen mit drin. Die anderen zeige ich euch gleich mal, aber so kann er es mal probieren. Das ist übrigens in Lebensmittelqualität, was sehr, sehr schön ist. Und das Futter sieht super lecker hier aus, das muss ich wirklich sagen. So, Sammy, hier haben wir dann einmal dein Yum. So sieht es aus. Also es sieht wirklich sehr, sehr annehmbar aus. Und ich mache ihn das immer klein, weil Sammy ist ein Transporteur, was Essen angeht, was Futter angeht. Er trägt es durch die Gegend. Gerade sein Nassfutter, wenn er dann so festgepresstes Futter hat, dann nimmt er das in sein Maul und läuft damit durch die Gegend und frisst es einfach irgendwo. Das ist nicht das, was ich möchte. Deswegen mache ich ihn das immer ein bisschen klein. Und jetzt darf er erstmal den Löffel ein bisschen ablecken und jetzt kann er sein Futter fressen. Bitteschön. Denn ja, steht bereit. Bitteschön. Willst du nicht? Sammy da. Eben hat er auch schon probieren dürfen, Pute mit Buchweizen, Apfel und Dieselöl. Auch diese kleine Dose mit 200 Gramm hat ihm sehr gut geschmeckt. Also das sieht auch wirklich sehr, sehr schmackhaft aus, um das mal so zu sagen. Weitere kleine Döschen, die bislang drin waren im Adventskalender, ist Huhn mit Karotte, Quinoa, Zucchini und Nachtkerzenöl. Ich glaube, das war sogar eben in der Nummer 17 drin, als die Kamera ausgegangen ist. Dann Rind mit Brokkoli, Papaya, Amaranth und Basilikum. Ich glaube, das ist das, was er auch gerade frisst. Also das müsste dann doppelt drin gewesen sein, was ich bei Tierfutter jetzt nicht schlimm finde. Findest du nicht so geil? Guck mich auch gerade so an. Dann weiß man nicht. Das hier war, glaube ich, in der 6 drin. Pets Daily Winterente mit Huhn, Süßkartoffel, Pflaume und Vanille. Das ist eine große Größe mit 400 Gramm. So eine extra Winteredition ist das, ne? Fand ich auch ganz cool. Dann hatten wir Kalb mit Quinoa, Karotte, Spinat und Salbei auch drin. Ne? Also wie gesagt, er hat jetzt eine Dose probiert, die anderen hat er noch nicht probiert. Das wird er dann über die Zeit mal austesten dürfen. Ente mit Kürbis, Brokkoli, Chia und Fenchel. Finde ich auch sehr interessant, weil das dann ein bisschen magenschonender sein wird. Dann hatten wir auch ein paar Supplements drin, also Ergänzungen oder halt auch Sonstiges nennt sich das ja quasi. Das ist einmal Pfotenbalsam, 40 Milliliter. Finde ich total super, weil jetzt gerade so in der Zeit, oder jetzt gerade ist gut, in der Zeit, wo gestreut wird und wo Split ausgefahren wird, leiden die Pfoten der Tiere schon sehr, sehr, sehr darunter, ne? Die vier Pfoten. Und deswegen benutze ich auch gerne bei Sammy Pfotenbalsam. Außerdem hatten wir noch zwei Öle mit drin. Einmal für höhere Akzeptanz Lachsöl. Das sind 60 Milliliter. Das kann man so übers Trocken- oder Nassfutter machen. Finde ich richtig klasse. Und dann hatten wir auch noch Leinöl mit drin. Das ist einfach
ich glaube, ja, unterstützt das Immunsystem, ne? 60 Milliliter sind hier auch enthalten. Fand ich auch ganz nett. Natürlich sind hier auch sehr, sehr viele Leckerchen enthalten. Da haben wir einmal hier die Hühnerhäppchen mit 93% Huhn, extra weich. Und ich muss auch wirklich sagen, von der Größe her, das werden wir gleich auch noch bei den anderen Leckerlis sehen, ist es auch wirklich geeignet für kleine und für große Hunde, ne? Weil die halt auch klein sind. 50 Gramm waren hier enthalten. Dann haben wir 4 Stück von den Pferdestreifen hier drin gehabt. Das ist auch immer sehr magenfreundlich für die Tiere. Hast du fertig? So gut. Dann Entenhäppchen extra weich, haben wir hier auch noch 50 Gramm drin gehabt. Maus, komm her. Mach ich dir wieder ein bisschen Decke hin. Hier verschoben. Na komm. Oder willst du den Napf? Ja, leck den Napf noch aus. Dann haben wir noch Hirschsofties mit drin gehabt, 50 Gramm. Das sind diese hier. Also ich finde es ganz gut, dass wir hier so eine Abwechslung mit drin hatten. Hab mich aber die ganze Zeit gefragt, ob der Kalender wirklich diese knapp 60 Euro wert ist, ne? Rinderhäppchen mit 93% Rind, 50 Gramm. Darf ich das nicht zeigen? Möchtest du einen haben, dann musst du da hingehen. Geh mal hin. Na, Simi, du stehst sehr unprofessionell in der Kamera. Mit dem Rücken zur Kamera sollte man nicht stehen. Geh mal hier hin. So, gut machst du. Dann hatten wir auch noch Dorschstreifen mit drin, also diese, da waren auch 4 Stück drin. Diese Pferdestreifen und Dorschstreifen sind einfach auch ein bisschen was zum Kauen und nicht nur so soft. Und wenn man kleinere Hunde hat, kann man die entweder länger daran kauen lassen oder das Kleinschneiden kann man auch machen. Strauß-Softies mit 50 Gramm war, glaube ich, sogar in der 1 drin, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Dann kommt Sammy jetzt nochmal mit rein und bekommt dann nochmal ein Softie vom Strauß. Also schon sehr abwechslungsreich das Ganze, ne? Gut, jetzt können wir... Achso, ich sage auch noch was zum Adventskalender. Du hast hier einen Adventskalender, der sowohl aus Kläppchen besteht, als auch aus Boxen. Man konnte hier irgendwann nämlich hier dieses große Kläppchen aufmachen und dann fallen immer die Boxen hier runter, was ich ganz schön finde. Hat man auf beiden Seiten. Hier an den Seiten haben wir dann die Sachen, wo die kleinen Dosen drin waren oder eben auch die großen Dosen. Und ja, hier in der 24 erwartet uns vielleicht auch noch eine große Dose. Ja, die Nummer 21 fällt wieder raus. Das ist sie eben auch schon. Und daraufhin ist die Kamera ausgegangen. Ich gucke schnell zur Kamera. Sie ist noch an. Sehr gut. So, komm her. Gucken die 18 an. Die haben wir nämlich noch gar nicht aufgemacht und die machen wir jetzt auf. Da dürften auch wieder Leckerlis drin sein. Und zwar, oh, Hirschstreifen mit 100% Hirsch. 4 Stück sind hier drin. Und ja, für Sammy ist es natürlich überhaupt kein Ding, diese Dinger zu zerkauen, weil, ne, er ist halt ein mittelgroßer Hund. Und ja, kann er jetzt mal kauen. So, das war die Nummer 18. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 19. Und genau, man muss halt immer so ein bisschen drehen und so. Leider konnten wir nicht zusammen dann den 8.12. aufmachen. Das ist ja Sammys Geburtstag, ne? Schade, schade. Oh, die Nummer 19 ist auch wieder hier eine Schublade oder eine Box vielmehr. Das ist quasi dann die letzte Zahl im Einser-Bereich. Hier haben wir Green Softies Insect Pure mit Insektenprotein. Richtig witzig. Hypoallergen, CO2-neutral, extra weich. Und hier sind auch wieder 50 Gramm drin. Also da kann man dann wirklich mal so ein bisschen durch das Sortiment stöbern und sich angucken, was Pets Daily so im Sortiment hat, weil die Marke an sich hat mir jetzt vorher auch nicht irgendwie was gesagt. Ne? Ich hatte halt nur die Werbung dann auf YouTube gesehen und habe mir gedacht, ach, das wäre doch mal eine gute Idee. Achso, und die Firma sitzt in Berlin, das habe ich eben auch gesagt. Ja, das sind so kleine Pinöppel. Die sind jetzt aber recht hart. Also die steht da drauf extra weich, aber gut, ne? Mit 29,7% Insekten. Was sagst du denn dazu? Sammy hat ja auch schon mal das Insekten-Trockenfutter von, ich glaube, DM oder Rossmann. Das hat er mal probiert. Hat ihm gut geschmeckt, muss ich sagen. Ja, doch. Genau, und das wollte ich auch mal vorlesen. Hallo, wir sind Pets Daily. Wir verfolgen die Mission, einfach gesundes Futter in jeden Napf zu bringen. Für jedes Alter, jede Größe, jeden Charakter und jeden Geschmack. Natürlich, ehrlich und hochwertig. Für ein langes und glückliches gemeinsames Leben, weil du Familie bist. Sammy, weil du Familie bist. Guter Hund.
Genau, und jetzt haben wir die Nummer 19 zusammen angeguckt. Jetzt gucken wir uns die Nummer 20 an. Und hier dürfen wir wieder eine kleine Dose drin haben. Genau. Ach komm, das haben wir doch jetzt schon das dritte Mal drin. Ja gut, das ist nicht unbedingt abwechslungsreich, aber es sah ja sehr ansprechend aus und hat mir auch gut geschmeckt. Das ist Rind mit Brokkoli, Papaya, Amaranth und Basilikum. Ne? Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir die Dose mit drin haben. Ja gut, ne? Das ist jetzt nicht so abwechslungsreich, aber gut. Dann gucken wir uns jetzt mal die Nummer 21 an. Die ist jetzt ja schon das ein oder andere Mal rausgefallen bei uns. Und diese Boxen kann man natürlich auch super weiterverwenden. Ne? Ist jetzt ein bisschen schade, dass man dann halt ein paar nicht hat, aber das ist nicht schlimm. Da kann man sich dann einfach ein Säckchen nehmen und dann die Nummer draufschreiben. Hier haben wir, sehr cool, Känguru-Softies mit 60% Fleisch, intensivem Geschmack und 50 Gramm haben wir hier enthalten. Mal gucken wir mal, ob du hier gleich wie ein junges Känguru durch die Gegend hüpfst. Scheint mich auf jeden Fall zu interessieren, was hier so abgeht. Hm? Okay, die sind sehr, sehr soft und sehr, sehr klein. Der grunzt richtig, ey. Das sind auch so ganz kleine Bällchen, ne? Wenn man sich von Smoothie Dog zum Beispiel die Licky Mat holt, dann kann man genau in dieser Größe Leckerlis oder Kekse oder sowas herstellen. Deswegen, das finde ich auch ganz cool. Nur mal so by the way. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 22. Auch hier dürften wir jetzt irgendwie so eine Dose haben, genau. Hier haben wir Huhn mit Karotte, Quinoa, Zucchini und Nachtkerzenöl, 200 Gramm. Das hatten wir auch eben schon mal drin. Also die Nassfuttergeschichten wiederholen sich jetzt so ein bisschen, was ich jetzt per se nicht so schlimm finde. Ne? Jetzt kommen wir zu dem Tag vor Heiligabend, zu der Nummer 23. Wo ist die denn? Da. Und hier haben wir auch wieder eine Dose drin, aber mal was anderes. Eine sensitive Dose. Jedenfalls habe ich das gerade so gesehen. Das ist gut für Sammy. Lamm mit Karotte und Distelöl. Genau. Ja, 200 Gramm sind hier enthalten und das ist aus der Sensitivreihe. Schön. So, jetzt bin ich gespannt, upsala, auf die Nummer 24. Man merkt, ich bin ein bisschen geknickt, dass ich nicht mit euch zusammen den kompletten Adventskalender aufmachen konnte, aber was soll's. Ja, die Nummer 24. Oha. Hä, was ist das denn? Ich dachte, das wäre hier riesig groß, aber das ist hier nur unten da so in der Mitte drin. Das ist gefriergetrocknetes Entenfilet. Okay, 25 Gramm. 100% Entenfilet gewürfelt. Ja, okay. Ich hätte jetzt eigentlich was anderes erwartet. Ich meine, das ist was anderes, ja. Aber ich hätte hier vielleicht gedacht, naja, vielleicht packen die ja irgendwie was Cooles, Neues damit rein. Oder dass wir da irgendwie ein Spielzeug oder so drin haben. Wobei auf der Homepage... Ich habe gekegelt. Wobei auf der Homepage ja auch stand, dass wir halt Snacks, Supplements und Nassfutter drin haben werden. Jo. Dann kriegt sie mir jetzt mal so ein gefriergetrocknetes Ding. Jo. Ich weiß nicht, ob die so geil sind. Ich mache sowas halt gerne, wenn ich das Hundeeis mache, ne? Mache ich das gerne mit rein. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was ganz speziell Tolles dran ist. Naja, aber es ist auf jeden Fall mit bei. Und das war jetzt tatsächlich der Pets Daily Adventskalender. Ist er mir 60 Euro wert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der wirklich seine 60 Euro wert ist, Leute. Er ist auf jeden Fall ganz interessant. Das ist für das Tier auch eine ganz schöne Geschichte. Aber er ist schon recht hochpreisig für einen Tier-Adventskalender. Ich habe hier natürlich noch einen stehen, der noch eine Stufe härter ist. Der von Vetevo für 99 Euro. Den werden wir gleich im Anschluss unboxen. Aber ja, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also da gibt es auch welche für 30 Euro, die vielleicht eine ganz coole Sache sind. Aber es ist einfach mal was anderes. Und jo. Weiß ich nicht, ob ich den nochmal nachkaufen würde nächstes Jahr, Sammy. Du willst das wohl, ne? Ja, Frauchen soll das wohl machen. Ja gut, das war jetzt soweit das Unboxing von uns beiden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir einfach mal um mich herum ein paar Videos, ein paar Adventskalender-Unboxings, ein paar Playlists und einen Button, wo du uns abonnieren kannst, wenn du möchtest. Ne? Aber ich bin gerade hier so ein bisschen im Bann von meinem wunderschönen Mann angezogen worden. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ja,
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!